Hallo und herzlich willkommen zu noch 10 Minuten. Mein Name ist GroßeKills, ich spiele gern und das hier ist Cat Interstellar. Ich werde das Spiel mal testen, ich habe schon einiges davon gehört und bin gespannt, wie es ist. Es ist ein Indie-Spiel von Ionized Games und ja, ich lege dann einfach mal los. I see we have a successful boot sequence with Unit 3 DOG. Yeah, looks like she's coming online now. Good. Go ahead and tap the surveying module, then initialize the comm link. Adding surveying module now. Once we get this installed, she'll be equipped with everything she needs to operate in the caves. Doc? Can you hear me? Sorry, but we weren't shipped any pitch modulators. She won't be able to respond. I see. Never mind then. Please activate her navigation protocols. I'll brief her on the way to the command room, then send her to the blast doors. Roger that. Follow me, Doc. Ja, ich folge dir doch einfach mal. Das Spiel ist ein Early Access Spiel und ich spiele diesen Hund, auch wenn es Cat Interstellar ist. I understand it must be a little disconcerting waking up for the first time. Regardless, it's very important that you complete your mission before the humans conduct their planetary analysis. Our sector stands to be one of the most prominent on the planet. I'll explain in more detail once we get to the command room. We'll have to go through the nursery though. The main hallway is under repair after a recent incident with the Skylift. Okay. Ich bin also auf dem Planeten, ich bin ein Erkundungshund und guck mir mal dran, wie es draußen aussieht. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann bin ich mal gespannt, was der Roboter mir noch erzählen möchte. Even though we were originally tasked with producing and infusing ammonia in the atmosphere, we've had a tremendous amount of success engineering certain strains of plants that can survive on the planet. It's also important to note that the glowing bacteria on the left is one of the greatest scientific discoveries in human history. You may also encounter our short-haired test companion at some point. Every now and then you can find her prowling around the plants in here. She mainly sticks to the air ducts. Ja, wir sind auf der Basis, die im Bild noch ein bisschen im Aufbau ist. Und weiter geht's. I'll try to make this quick because we need to get you in the mines as soon as possible. The reason you're here is because we recently discovered a generous deposit of graphite while anchoring the Skylift. Unfortunately, we've had some difficulty finding its exact location. Over the next few months, you'll be helping us mark the deposits. We've established a small mine a few hundred meters from here, and that's where you'll start. While the promise of population relief for Earth will never become a reality, successful colonization will all but ensure the survival of the human race. Those are becoming increasingly common. It wasn't completely unexpected, but we were finding that some of our more aggressive terraforming techniques may have had some unforeseen results. The research division has not yet had the opportunity to conduct a thorough investigation into the geology of this planet. Much to their frustration, the UNC placed rush orders on all of our excavations, and it appears unlikely that any future environmental studies will take place in the near future. All right, time to get to work. Head down the stairs to the left. The exit is at the end of the hallway. Android 341 will give you your assignments. Oh, and before I forget, welcome to Mars. Ja, willkommen auf Mars. Der Roboter hat mir gerade erzählt, dass es in der Nähe ein Graphitvorkommen gibt, das wir erschließen wollen. Und ja, die Menschheit uns vorgeschickt hat, damit wir den Mars erkunden. Das Erdbeben, oder das Beben, was da gerade war, rührt daher, dass die auch Terraforming machen. Das heißt, die bereiten den Planeten darauf vor, dass die Menschen dort leben können. Und das auf nicht gerade freundliche Weise, möchte ich mal sagen. Und ich darf jetzt hier runter und hinausgehen zum Erkunden. Was ich übrigens auch schön finde an diesem Spiel ist dieses Geräusch. Beim Umschauen tritt das auf, wenn ich nach links und rechts gucke. Das hat einen sehr schönen Klang und ja, ich hoffe, das kommt in der finalen Version nicht raus. Das bleibt schön drin, hoffe ich. Denn es ist ja im Moment noch ein Early Access. Das heißt, ich teste dieses Spiel gerade, während der Entwickler das noch entwickelt. Also es ist noch in der Entwicklung. How's it going? Hopefully Android 1 didn't bore you too much with the details. I'm sure you're anxious to get to work. I'm gonna activate your P-thrusters now.
You should be able to cover twice the distance when you need to. You'll also be able to jump, kind of like an actual dog. Just a couple things before we get you to the mines. Could you run one of these containers of fertilizer over to the greenhouse? I know Android 52 also needs some help over at the Skylift, but he's the last one who's going to complain if you're late. Feel free to explore the base more, but don't let Android 1 see you using those thrusters inside. Alright, I'll get these blast doors open for you. Take a ride as soon as you exit the greenhouse, and if you need help finding the Skylift, just look up. You can't miss it. Okay, der Typ hat mich jetzt rausgelassen und mir noch ein paar Extras gegeben. Ich kann mich jetzt schneller bewegen. Und ich kann springen. Das war doppelt. Doppelsprung finde ich immer schön, seit ich Titan vorgespielt habe. Von daher gefällt mir das schon mal. Und er hat mich gebeten, dieses grüne Ding, dieses Ding hier zum Greenhouse mitzubringen. Das werde ich dann auch gleich machen. Erstmal schaue ich mich ein wenig hier um. Denn der Planet ist echt hübsch gemacht. Da ist dieser Skylift, von dem er sprach. Da soll ich auch noch hin. Und ich muss gestehen, ich habe schon mal gespielt. Daher kenne ich mich auf dem Planeten schon mal aus und werde das mal schnell gleich durchspielen, nachdem ich da hinten ist übrigens eine Mine oder eine Höhle, zu der ich am Ende gehen werde. Aber erstmal gehe ich dahin, wo ich nicht hin sollte, weil das echt Spaß macht. Da ist der Roboter vom Anfang wieder. Hallo. Ich bin ja ein Hund. Da ist irgendein Target, das aber von der Seite aus nicht zu sehen ist. Und ich meine, ich glaube, ich sollte hier eigentlich gar nicht sein. Obwohl natürlich alles hier durchgestaltet ist. Aber irgendwie, das ist auch ein schönes Gebäude, obwohl ich nicht keine Ahnung habe, wo was sich darin befindet. Und da hinten geht es noch ewig weiter. Auch zu Stellen, die man eigentlich gar nicht sieht. Aber es geht, das Level geht noch weiter. Ich könnte da hin und alles erkunden, was da hinten ist, aber ich möchte ja das Spiel zeigen und nicht sinnlos durch die Gegend laufen. Obwohl ich das gerade irgendwie tue. Aber ja. Die Basis ist also noch nicht fertig gebaut, wie mir der Roboter gesagt hat. Deswegen fehlen noch ein paar Teile. Aber wie gesagt, ich sollte hier eigentlich auch, glaube ich, nicht sein. Im Early Access kann es noch Fehler geben. Wird es noch Fehler geben, eher gesagt. Bei jedem Early Access Titel. Was mich aber nicht davon abhält, das mal auszuprobieren. So, ich nehme mir jetzt diesen Container wieder und mache mich auf zum Greenhouse, also zum Gewächshaus. Ja, diese Steine sind jetzt nicht untypisch für den Mars. Auch wenn die NASA-Bilder eher weniger von solchen Sammlungen zeigen. Aber es ist doch genug, dass ich mir das so gut vorstellen könnte. Außerdem weiß ich ja nicht, ob ich jetzt in der Gebirgsregion bin. Und die ganzen Bilder, die ich gesehen habe, eher von einer Wüste sind, wo nichts ist. Also weder solche solche Gescheine hier oder irgendwelche Wasserfurchen oder was auch immer. So, und damit haben wir schon mal das Gewächshaus erreicht, wo ein weiterer Roboter auf uns wartet und noch so eine Station ist, deren Nutzen ich noch nicht ergründet habe. Oh, I didn't know they had a dog room running. Thanks for bringing the fertilizer. If you don't mind, just put it in the dispenser. It'll automatically mix it in with the well water and send it to the sprinkler system. Ja, werde ich machen. Ich werde diesen Fertilizer jetzt nehmen, mir kurz hier noch die Pflanzen angucken und werde ihn da in diesen Kasten stellen, damit der... Thanks a lot, dog. ...Regen hier startet. I think Android 52 needs some help over at the Skylift when you get a chance. Ja, da gehe ich jetzt gleich hin zum Skylab. Skylift. Und schau mir noch kurz an, wie die Pflanzen hier gegossen werden, damit die Menschen irgendwann in der Zukunft, die hier landen, auch schon mal Pflanzen hier haben.
Vielleicht gibt es ja auch Vegetarier an Bord, Hilfe. Schwieriger wird es hier Fleisch zu finden, aber das ist ja auch egal. Und wie gesagt, man kann hier wirklich jeden Winkel erkunden. Man kann hier auch wieder reingehen. Man kann da auch durchgehen, aber ich weiß, dass da nichts ist, nur die Felsen. Aber ich fahre mal hier hoch. Um kurz zu zeigen, dass auch hier es schwierig ist und man runterfallen kann. Hier sich die Gegend meilenweit erstreckt. Und es einfach kein Ende von diesem Level gibt. Ich bin schon mal über diesen Berg da hinten rüber und dahinter geht es noch weiter, obwohl da eigentlich nichts ist. Also nur Landschaft. Auch solche Felsen sind da nicht. Das ist einfach nur noch die Landschaft, wie sie hier ist. Und ja, nach einer halben Stunde nach hinten laufen hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr da zu laufen und das hier kenne ich noch gar nicht. Oh, geil. Rest in Peace, Wo. Hier liegt ein loyaler Begleiter. Okay, es gibt sogar noch mehr Sachen, die ich noch nicht entdeckt hatte hier. Da hinten ist die Station wieder. Und da ist der Skylift, zu dem ich eigentlich wollte. Gut, dann auf ans Werk. Ich kann noch nicht mal schneller laufen, ich kann nur langsamer. Okay, dann ist das volle Geschwindigkeit. Die Steine sehen so geil aus. Den nehme ich doch gleich mal mit, wenn ich schon mal hier bin. Denn ich weiß, dass mir der Roboter gleich sagt, hey, hol mir die Kisten, damit wir die da oben hinschleppen können. Ich weiß gar nicht, ob der andere Roboter das schon gesagt hatte, aber da ist ja schon mal. Ne? Das ist immer noch nicht langweilig, das zu spielen. Erzähl mir einfach vom Pferd. Oh, wasn't sure how well your memory cache held up when we unloaded you. Stutter drive technology is still a little shady. We've had some pretty bad luck around here lately. An earthquake caused a small explosion in one of the turbines, and the aftershock sent a ripple through the links. I'm not gonna lie, it was pretty cool to see this thing tear itself apart. One of the links even landed on the base. Android 1 obviously wasn't too happy about it, but for the most part, we got everything working again. I'm really surprised it wasn't worse. Anyway, we were in the middle of a shipment when it happened, and some of the crates we were sending up went flying. That wasn't bad enough, a sandstorm set in while we were repairing the lift, and the crates got blown all over the place. On the bright side, it was actually a small shipment of graphite, so this would be a good chance to test that sensor of yours out. You should start to pick up a faint trace of graphite in the air when you're close. You'll know it when you see it. There's only three left, so just place them in the skylift when you find them. They've already been pretty battered by the storm and the fall, so don't hesitate to throw them around if you're in a hurry. Just try not to drop him in the pit, or we'll never get him back. I'll be here when you're done. Ja, gute Idee. Ja. Das hier ist der Lift und das sind Kisten mit Graphit gefüllt. Ich soll die Kisten hier in die Fahrstuhl stellen. Und ja, es gab ein kleines Erdbeben, deswegen sind die Kisten hier überall verteilt. Drei Stück an der Zahl. Und hier zieht Sand drüber. Und wenn ich diese... Ich habe jetzt so einen Scanner vorne dran, der vorhin die grünen Strahlen da gemacht hat. Und der zeigt mir diese Graphitspuren an. Also habe ich leicht, die Kisten zu finden. Dann werde ich die zweite Kiste mal reinstellen. Und begebe mich dann
dort hinten rüber. Schau mich mal hier oben ein bisschen um. Irgendwo muss ja hier die dritte Kiste liegen. Ich tue mal so, als ist sie nicht hoch. Oh, guck mal, hier kann man durch. Nein, kann man nicht. Okay. Das ist übrigens der einzige Punkt, den ich bis jetzt gefunden habe, wo man nicht durch kann. Und wo es aussieht, als würde man durchkommen können. Das ist hier. Hier ist auch noch eine Menge Sand und eine Linie. Achso, das ist der Schatten von dem Ding. Hey. Das sind ein paar große Steine. Da sieht man nochmal die Strahlen, die das Graphit aufdecken können. Ich versuche mal hier irgendwie, gut, ich komme da hoch, zu gucken, was das für ein Punkt ist. Okay, es ist ein Sonnenstrahl anscheinend, der irgendwo durchpasst durch. Keine Ahnung, ab woher. Ach ja, das war die Kante von dem Level. Das sieht zwar so aus, als könnte man da nicht weiter, aber man kann weiter. Bloß dann falle ich runter und komme nicht wieder zurück. Was irgendwie uncool ist. Besonders wenn ich das Spiel zu Ende spielen möchte. Und hier runter. Da ich solche Schwebedinger unter den Füßen habe, kann ich auch von relativ hoher Höhe runterfallen, ohne dass ich kaputt gehe. Was sehr praktisch ist, wenn ich was erkunden möchte. Allerdings, wenn ich jetzt da in dieses Rohr reinspringe, wo die Ausgrabung stattfindet, geht es doch kaputt, weil es ist einfach zu tief und es gibt keinen Boden oder so. Hier liegen ein paar Pfähle herum. Und da hat es die letzte Kiste hin verschlagen. Der Roboter hat auch gesagt, ich soll die Kiste bloß nicht in das Loch fallen lassen, weil dann kriegen sie die nicht mehr raus. Das geht hier echt so weit hinab, dass da unten Gas ist und sollte ich runterfallen, tauche ich oben wieder auf und spawne quasi neu. Aber jetzt erstmal zu unserer Aufgabe. Ups, hi. Once you get unloaded, you can activate the skylift using the monitor up those stairs. Upstairs? Kannst du das nochmal wiederholen? Okay, das ist der Nachteil im Spiel, er wiederholt das nicht, was er gesagt hat. Wenn man es mal nicht hört, dann ist halt. Aber ich weiß ja, was zu tun ist, also. Well, you really lost all of them. I thought I was bad at my job. Anyway, Android 1 has been messaging me since you left. He wants you to meet him over at the mine. Follow this green power tube back. You should see it on your left. There's two light posts out front. Ja, danke, dass du mir geholfen hast. Jetzt haben wir das Graphit gesichert. Und jetzt geh zu deiner eigentlichen Mission in die Höhle, die da vorne ist. Deren Eingang ich vorhin schon gesehen habe. Oder wir vorhin schon gesehen haben. Denn die waren schon im Bild. Ansonsten muss ich einfach nur der grünen Leitung hier folgen. Und dann ist es irgendwann auf der linken Seite. Und da ist es auch schon. Da liegt auch eine grüne Leitung hin. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es hier sonst noch nichts zu entdecken. Aber das kann sich ja alles kann sich ändern. In der Final-Version, wenn sie dann irgendwann rauskommt.
oder in der nächsten Version, die irgendwann demnächst kommt, denn es gibt auch ein Beta-Programm, wo vorgetestet werden kann, bevor es ins Early Access kommt, wo man dann testen kann. Und ja, dafür braucht man aber das Passwort von dem Entwickler. Doc, und jetzt. I trust you're comfortable using your equipment. These mines are inherently dangerous, so stay focused and don't jump down any pits. If you find yourself needing to jump across a large gap, your P-thrusters are capable of producing a secondary blast mid-air. It will help you navigate the mines, but won't save you from a fall. You shouldn't need them in here, but they'll be indispensable as you get deeper in the mine. That's the alarm for the pressure sensor. Stay close. Wir sind jetzt in der Höhle. Ich sollte. These numbers are too high. Something's wrong. I've got to get to the main control. Ja, ja, ich sollte jetzt mich mit der Steuerung auskennen, die ein bisschen geprüft haben. Und bin jetzt in dieser Höhle, wo ich dann wirklich arbeiten erkunden sollte. Und die ist jetzt zusammengestürzt, als ein Terraforming-Akt stattgefunden hat. Und ja, ich komme jetzt hier anscheinend nicht mehr raus. Ah, da sind wir runtergerannt. Doch, dann hier links. Genau, da hatte er gesagt, geguckt und dann ist er da reingerannt und dann fiel die Decke runter. Dann komme ich ja hier weiter. Oh, da brennt's. Wie gesagt, ich kann tief genug fallen, dass mir hier nichts passiert. Solange ich nicht irgendwie auf Gas pralle und hier sieht es richtig schön kaputt aus. Und Hitze macht mir die Sorgen aus. Und der Entwickler dankt mir dafür, dass ich den ersten Teil von Cat and Castella gespielt habe. Er freut sich über unseren Support und unser Feedback. Diese bisherige Version ist dazu da, die Steuerung kennenzulernen und den Anfang der Geschichte zu erzählen. Er bittet uns nochmal im Forum ein Feedback zu lassen, also unsere Meinung zu tun, und dankt uns nochmal fürs Spielen. Aber ich bin noch nicht fertig, noch gebe ich dem Spiel eine Chance, denn hier sind Fußspuren und ein weiterer Teil der Höhle. Der sich in Nebel taucht und oh, ein Turbo. Ja, Stalagmiten und Stalaktiten und andersrum, ich weiß nicht mehr, welche oben waren. Hier leuchtet was aus der Wand. Und hier sind wir dann mit einem Kästchen, das wir tragen können. Mach einen besseren Sound. Und Wasser. Es gibt Wasser auf dem Mars. Zumindest in dieser Höhle. Ob das jetzt von Terraforming kommt oder schon lange da, schon immer da war, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, und zwar, dass das hier wirklich das Ende ist. Das ist wirklich das Ende bisher. Wir möchten Sie nochmal darum bitten, ins Feedback, ins Forum zu schreiben und das Feedback zu geben. Danke fürs Spielen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, es hat gefallen. Mir hat es gefallen. Ich würde dann gerne noch stundenlang weiterspielen mit diesem Spiel, und zwar mit der richtigen Geschichte. Aber da muss ich leider noch drauf warten. Und danke für die Aufmerksamkeit.